Und somit einen wunderschönen guten Morgen an alle unsere Zuschauer auf YouTube. Heute beginnt das Video mal etwas anders. Denn ich habe es mir zum Anlass genommen, den Heinz heute mal so richtig unvorbereitet zu treffen. Das hat diverse Hintergründe, die wir eventuell noch später rausfinden werden, aber ja, ich bin gerade auf dem Gelände angekommen, auf dem Betriebsgelände, also auf der Arbeit und werde den Heinz jetzt gleich überraschen. Er führt jetzt gerade noch ein relativ wichtiges Meeting zu gewissen, ich sag mal, Umbaumaßnahmen. Ich lasse euch mal hier so ein bisschen reinschauen, mit wem er gerade ein Meeting hat. Alle internen Leute werden sich auskennen. Es ist jetzt ein kleines bisschen zu hell, weil ich ja die Helligkeit auf mich abgestimmt habe im dunklen Innenraum. Aber das ist sein Papa, der Herr Kühne. Und die beiden unterhalten sich da auch gerade noch im Hintergrund so ein bisschen. Vielleicht kann ich ein, zwei Schnappschüsse einholen. Aber ich werde den Heinz jetzt, sobald die Meetings vorbei sind, mal zur Rede stellen, warum wir denn eigentlich so lange jetzt nichts von uns hören haben lassen, hören. Hä? Ich werde den Heinz jetzt quasi einmal abpassen und ja, sobald alle seine Meetings durch sind, besprechen wir mal den Rest des Tages und schauen einfach mal ganz spontan und authentisch und unvorbereitet, das mag er nicht so, was sich denn alles so in der Zwischenzeit hier eigentlich getan hat. Also, bleibt dran, meine lieben Freunde. Guten Morgen! Morgen, Alex. So, mein Lieber, ich muss dich zur Rede stellen. Sehr gut. Erstens, also der Zuschauer weiß es schon, weil ich habe es gerade angekündigt, natürlich machen wir den Vlog nur noch zweiwöchentlich. Ja. Aber der Zuschauer weiß schon seit Ewigkeiten nicht mehr, was es hier eigentlich Neues gibt. Und ich glaube, hier gibt es richtig viel Neues. Wir wollen also wissen, was... Warte, Moment, damit das hier mehr Nachdruck hat. Was ist letzte Woche alles passiert? Was ist in zwei Wochen allgemein passiert? Was wird da passieren? Wie geht's dir überhaupt? Das weiß auch keiner so richtig. Und ja, dann können wir ja heute mal vielleicht alles durchgehen und am besten sogar richtig durchgehen. Wir laufen los, du zeigst uns alles, was ist passiert, warum war die Fläche da leer, warum sind hier 1000 Bagger, warum kann ich nicht in Ruhe arbeiten deswegen. Und, ich brauche meine Sonnenbrille, weil wir müssen rausgehen. Moment, das brauchen wir noch. Mikro. Genau. Mein Lieblingsmikro. Dann verfolge ich dich nämlich gleich. Ich baue jetzt mal das richtige Stativ auch noch mit auf. Wir als Team hier am Standort haben einiges umgebaut. Also wo es losging, ist auf jeden Fall ein Servicebereich. Wir haben einen neuen Serviceberater bekommen, deswegen mussten wir, durften wir einen zweiten Serviceberater-Schreibtisch einstellen. Durften wir schon kennenlernen. Genau. In einem der Videos, jetzt ist er weg. Ja, ist gerade keiner da. Ist gerade keiner da. Wir haben hier einen Verkäufer-Schreibtisch eingerichtet natürlich. Da mussten wir auch den Verkäufer-Schreibtisch ganz aufwendig lackieren etc. Aber sieht jetzt, gefällt mir sehr gut. Am Wochenende, für die, die es gesehen haben, haben wir Rollos eingerichtet. Ein bisschen blenden, dass es nicht so reinscheint für die Sonne. Ja, was haben wir dann? Was erwartet uns noch in der Werkstatt? Wir reißen ein Büro diesen Freitag komplett weg. Bürowände. Achtung, Kamera. Ja, bitte alle verstecken. Guck mal, wir verfolgen jetzt Sandra. Das komplette Büro hier nehmen wir jetzt am Freitag weg. Das ist so eine Phase und dann ja, geht es in der Werkstatt nach wie vor immer weiter mit Umbau. Wir was haben wir da gerade für Aufträge in der Werkstatt? Ist da was Spannendes dabei eigentlich? Oh ja, immer. Was heißt das? Draußen, es geht fröhlich weiter. Wahrscheinlich das größte Projekt seht ihr hinten. Ausstellungsfläche haben wir jetzt komplett gereinigt, wird komplett neu positioniert, Fahrzeuge gewaschen, Frühjahrsputz. Deswegen war das letzte Woche alles leer. Deswegen war das alles leer. Alles kann ja mal ein paar Videos reinschneiden. Wir haben im Prinzip für einige sah es aus, als würden wir zumachen, für einige, als wären wir ausverkauft. Mir gefällt zweiteres besser als ersteres, aber seid gespannt, wahrscheinlich das größte Projekt. Kriegt ihr jetzt einen leichten Einblick mal rein. Das größte Projekt auch meiner Karriere bisher, komplett Umbau vom Standort. Ich darf es euch einmal zeigen. Ich möchte Bauarbeiter werden. Ja. Da muss man nicht schreiben können. Ich bin doch nicht jeder Bauchef. Ich fahre nur einen Bagger. Also wir wollen für euch natürlich, für unsere Kunden wollen wir anbauen. Das heißt, wir wollen von knapp 50 Fahrzeuge, die wir jetzt, knapp 40 Fahrzeuge mittlerweile auf dem Platz haben, auf
ein Stück weit über 100 werden wir wahrscheinlich an platztechnisch kommen. Wie weit wir die Fahrzeuge aufbauen, das wird sich zeigen. Aber ja, wir verdoppeln uns im Prinzip im Verkauf. Das ist eine riesen, massive Aufgabe. Und da geht es natürlich los. Wir müssen erstmal die Fläche schaffen dafür. Das heißt, wir müssen das so, wie es jetzt ist, ist nicht schön. Das, wie es vorher war, wieder Alex kann mal ein paar Szenen euch einblenden. So sieht es auch nicht schön aus. Wir hatten früher hier noch die alten Straßen von ganz früher. Das soll im Prinzip alles oder wird gerade alles neu gemacht. Und da bin ich mittlerweile wöchentlich hier. Die Bilder auf Instagram habt ihr gesehen, wo wir teilweise Leitplanken rausmachen, wo wir hinten mit auf der Baustelle mithelfen. Es macht riesig Spaß, eine riesige Abwechslung, aber es frisst natürlich extrem viel Zeit. Wir hatten heute Morgen mit Alex um 9 geplant, es anzufangen. Also wir waren pünktlich. Also wir haben es jetzt um 11, es ist deutlich später losgegangen. Es wird auch in den nächsten Wochen so bleiben. Für mich das Schöne ist immer noch, ich sehe, es geht voran. Für meine Mitarbeiter, wenn ich einmal durchs Autohaus laufe, jeder will was von mir. Alle kriegen mich nur sporadisch über ein paar Minuten. Aber es ist schön, weil andersrum wäre es mir ganz unlieb. Wenn ich zu viel Zeit hätte, das wäre langweilig für mein Alter. Was wir jetzt neu gemacht haben, sind Kundenparkplatzschilder. Und was jetzt ein richtig cooles neues Projekt wird, kann ich euch vorne an der Straße einmal zeigen. Mich hat es riesig gestört, dass wir nicht so wirklich einsehbar sind von der Straße, was wir alles machen. Und gemäß dem Prinzip natürlich, zeig, was du hast, bauen wir jetzt einen neuen Pylon. Das heißt, der wird komplett nochmal neu beklebt. Für die, die sehr gute Augenmerk haben, das könnte sein, dass das der alte Smart-Pylon ist. Ja. Den habe ich versucht, in mehrtägige Arbeit zu verspachteln und zu schleifen. Ja, Ende vom Lied ist, wir machen jetzt eine Platte drüber, weil die Qualität, die ich da gebracht habe, das kannst du nicht verkaufen. Worauf es aber wirklich ankommt, steht hier hinten. Nicht unser Elektroauto. Ja. Ja. So, 15. Das ist relativ langsam, sagen wir so. Unser T-Roc R, der könnte nächste Woche weg sein. Der muss richtig knattern. Er ist immer noch am Standort für die, und ich krieg die Frage öfter, er ist immer noch da. Ja, die Frage ist, der will uns irgendwie so nicht ganz verlassen. Aber wir sind drauf und dran natürlich zu gucken, was interessiert die Kunden, was wollen sie noch am Fahrzeug haben. Wir haben schon den Tipp bekommen im Auspuffanlage, dass wir die umbauen müssen, weil die Originale jetzt nicht so der Burner sein soll. Schauen wir mal. Aber um jetzt mal von unseren eigenen Aktionen auszugehen, da geht auf jeden Fall auch noch mehr, ne? Da geht auf jeden Fall noch was. Also da müssen wir auch noch ordentlich mal eine Schippe drauflegen, dass wir den auf jeden Fall an Mann bekommen, dass hier ein glücklicher Besitz entsteht. Wollen wir vielleicht eine Probefahrt mit einfach zufälligen Leuten, die schon immer mal ein schnelles Auto fahren wollten und das nötige Kleingeld, Taschengeld bekommen haben letzten Monat. Das könnte man zum Beispiel machen. Man könnte vielleicht mal ein Rennen damit fahren. Ich meine, wir haben ja vorne Rennstreifen, oder? Eins. Wir könnten, also, was alles mit dem machbar ist, ist enorm. Du kannst doch alles mit Fahrzeugen. Also gerade mit dem wirst du ja endlich mal gefordert, ne? Und wir könnten probieren, das Fahrzeug auch mal im Straßenverkehr zu bewegen. Oder auf der Rennstrecke. Find mal eine Rennstrecke, die das mitmacht. Ich habe jetzt nicht 5 Nummern, die ich anrufen kann. Das fehlt mir noch. Also wenn ihr eine Rennstrecke kennt. Ja, das ist doch eine gute Ansage. Wisst ihr, was eine Rennstrecke am Tag kostet, die zu mieten? Du bist Heinz Kühne. Ja, so viel geht da auch nicht. Ich wollte damit nicht sagen, dass du zahlen Hallo? Musst. Wir können dafür ganz andere Sachen bieten. Wir müssen mal weiterdenken. Wir können zum Beispiel sagen, dafür kriegt ihr unseren Alex mal für einen Tag. Ja, Alex vor Prostituieren, das war schon immer mein Lieblingsding. So, Heinz, mein Lieber, können wir jetzt Schluss machen? Wir sind schon lang genug hier, oder? Ja, es ist fast 20 Uhr, aber haben denn schon alle unseren Kanal abonniert? Was, jetzt die Zuschauer vom jetzigen Video, meinst du? Ja. Stimmt, da gibt es bestimmt noch ein paar, die abonniert haben. Ja, da müssen wir wohl warten, ja. Trink mal was. Eieiei. Hier muss ich Platz. Na gut, und sein muss. Dann warten wir halt, bis wir abonniert haben. Haben Sie
heute schon abonniert? Nee, ich glaube immer noch nicht. Nein, unterm Strich, Leute, wir würden uns riesig freuen, auch zu später Stunde, wie wir mal Energie reinstecken. Folgt einfach uns, folgt dem Kanal, abonniert uns, klickt auf die Glocke und ich lasse mir den Apfelsaft jetzt noch schmecken. Schönen Abend euch.